Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Valheim. 30 Sekunden speichert es hier wieder. Ich sehe aus wie, ja, keine Ahnung. Wir könnten irgendwie von so einem Cover irgendwie von einer Metalband kommen, oder? Ich bin mir unsicher. Der Helm? Ich glaube, der Helm. Und die Häusen. Die Häusen machen es definitiv. Das ist wirklich eine gewagte Mischung. Ich hoffe mal, die Klamotten halten auch das ein, irgendwie, was sie hier versprechen. So, ja klar, 30 Sekunden. Ach ja, also ich vergesse das immer wieder. So, da kommt nochmal der Kram und Zeug raus. Ich glaube, wir sind da eigentlich ganz gut vorbereitet, wa? Ich würde nochmal eben die Taschen leer machen. Resserchen haben wir am Start. So, das kommt alles einmal hier unten. Ich bin so doof. Das kommt natürlich alles hier unten rein. Das ziehen wir an. Nein. Ja. Und der Helm kommt dahin. So. Gut, dass ich mit dem Rücken zur Kamera stehe. Sonst würde man jetzt meine ungewaschenen Schlüppi sehen. Das ist natürlich, das geht natürlich nicht. Da geht natürlich auf keinen Fall. So, warte mal. Aber was wir noch machen können? Ein Obergrade des Helms. Richtig geil. So, dann haben wir das auch. Das nächste Ding kostet auch nur 5. Und 2 Goldspins. Da lasse ich mich doch nicht lumpen. So, die Wölfe sollen ja wohl nicht umsonst an meinem, am Ende meiner Klinge irgendwie verendet sein. Deswegen. Oh ja. Oh Gott, das wird immer teurer. Das wird echt immer teurer. Von Silber hätten wir. Von Silber haben wir doch bestimmt noch am Start. So. Nein, heute machen wir richtig schön Action. Da rennen wir schön raus. Oh, spannend. Oh. Nicht mehr so viel bauen und Zeug und Kram machen. Nein, nein. Wir werden. Ich. Ach, egal. So. Wir bieten mal was fürs Auge und so, weißt du? Damit man hier mal zugucken kann und sich nicht zu Tode langweilt. So. Aber, ja, keine Ahnung, wer weiß. Vielleicht guckt ihr das ja auch immer zum Einschlafen. Meine liebliche Stimme umschmeichelt euch dann quasi hinüber ins Traumland. Keine Ahnung. So, warte mal. Der Beinschutz. Ich brauche 2 Wolfspelz und noch ein Zähnchen. So. Da geht's jetzt wieder ein bisschen mit mir durch. So. Wenn wir das schon mal haben, wenn wir das schon mal am Start haben, dann können wir doch auch mal hier eben nochmal ein bisschen upgraden. So, Stufe, nächstes wäre auch schon Stufe 4. Da können wir uns doch noch erlauben. Oh, das wird ja wieder teuer. So, das haben wir jetzt alles auf 2. Das Silberschild. Ich bräuchte noch ein bisschen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel des Guten, oder? Ich glaube schon. So, wir haben nämlich nur noch 8 am Start. Habe ich irgendwo noch irgendwie was übersehen? Ich glaube nicht. So. Da rein, das hier rein. Das bringt dann nochmal eben raus. Hier mache ich mir doch nochmal einen schönen Stack. Machen wir mal so. Ich müsste mich noch anziehen. Ist ja auch ein familienfreundlicher Kanal hier. Nicht, dass ich hier die ganze Zeit immer nur im Schlüppi durch die Gegend renne. Ich brauche ein bisschen Obsidian und ich brauche ein paar Federn. Federn waren jetzt hier oben. Nee, Federn. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich brauche. Ich nehme einfach mal alle. So, stinknormale. Ich brauche ein bisschen Obsidianpfeile. Ich mache mir einfach mal den Stack. Das sollte doch noch reichen, oder? 95 reichen auch. Das passt dann schon. Und ein paar stinknormale Pfeile. So, für den normalen Pöbel, der hier so durch die Gegend rumpelt und pumpelt. Komm, ey, mach doch mal. Die sind ja schnell verschossen. Ist halt kein Problem. So, dahin. Der Obsidian kommt hier rein. Der hat schnell hier reingestopft. Der eine Kram nach draußen. Alter Schwede. Wir stoten sofort. Wir stoten definitiv sofort. Es ist alles überhaupt kein Problem. Ich beeile mich schon. So, Schwarzstahl kann ich immer noch nicht einschmelzen. Schnupf gehen! Ich pack dem. Der rennt ja immer hier drauf. Ja, Schnupf gehen!
Kriegst du wieder Zoomies? Was ist hier los? Zahm und fröhlich. So, ich glaube, das ist nicht so schlimm, wenn er ein bisschen Hunger hat, oder? Ich glaube, das ist nicht so schlimm. So, warte mal. Ich brauche 20 Edelholz brauche ich definitiv. Muss. Na, nö. Muss nicht sein, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut dabei. So, warte mal. Schmeiß ich nochmal schnell hier rein. Ich habe natürlich jetzt schon wieder das Rezept vergessen. Das waren. Genau. Das war genau die Menge, die wir brauchten. So, heißt also, ich springe einfach mal. Ich springe jetzt einfach mal fröhlich ins Boot. Tschüss, Schnuff. Tschüss, wir sehen uns bald wieder. Warte mal. Ich nehme ihn denn einfach. Wenn wir jetzt eigentlich Bossen nehmen. Ist aber ein bisschen bescheuert, warte mal. Sumpf haben wir hier. Wir haben. Ja, das Reiseportal, das führt ja jetzt irgendwie. Ach, lassen wir es einfach beim Boss. Das passt dann schon. Das passt dann einfach schon. Quasi. Das können wir ja mal wieder abreisen. Beziehungsweise. Hallo, Dude. Beziehungsweise können wir das ja dann einfach wieder beim nächsten Boss. Also bei der. Bei der Drachenmutter können wir das ja wieder aufstellen. So, und ich glaube mal. Bitte? Ja, ist leer. Und ich glaube mal, das Brot hole ich auch ohne euch. Ist da hinten irgendwo? Weiß ich nicht. Ist das interessant? Ist das spannend? Ist das amüsant? Könnte das eventuell werden. Aber. Wir sind nicht, ob man sich das unbedingt anschauen muss. So. Na denn. Haben wir doch jetzt hier. Na komm schon. So. Nein! Ach, immer noch. Na komm, komm, komm. Na komm, rum. Ja, sehr schön. Wir wollen. Da ist ein Boot. So nah und doch so fern. Nein, wir werden es schon nochmal irgendwann holen. So, ob die. Nee, ist nicht die Insel. Es ist diese Insel. Nee, ist auch nicht diese Insel. Es ist diese Insel da hinten. Ach Mensch. Ja. Ich weiß, das ist so ein Reim. So ein bisschen magnetische Anziehungskraft dieses Bootes. So, aber so. Also, wir werden uns mal noch in die andere Richtung bewegen. So. Ich möchte einfach nur dahin. Geradeaus. Bisschen rüber, damit wir den Wind noch gut mitkriegen. Och, echt herrlich. Ach, schön. So. Mein Haus. Die rendert gerade in der Entfernung. Oh, interessant. Die Bienenkörbe bleiben am längsten stehen. Man kann die von hier aus sehen. Immer noch. Immer noch. Jetzt verschwinden sie hinterm Berg, aber ich kann da. Interessant. Nicht interessant. So. Ach, endlich mal ein schöner. Mist, die Kacke. Endlich mal ein schöner. Ein schöner sonniger Tag hier fürs Bootfahren. Das ist ein Träumchen. So, fetter Riesenberg. Ahoi. So. Wollen wir denn anlanden? Berg muss jetzt echt irgendwie nicht so sehr sein. Wie gesagt, ich bin auf der Suche. Ich bin auf der Suche. Also es wird heute eine reine Erkundungsfolge. Beziehungsweise. Ich will die Ebenen haben. Ich will die Ebenen. Sonst springen wir auch einfach mal fröhlich irgendwie zu Hause. Sich mir auch irgendwie überlegt. Der auch einfach zu Hause mal irgendwie zum Sumpf springen können. Da haben wir noch Ebenen, die wir nicht erforscht haben. Beziehungsweise auf die Wurstinsel, da hätten wir ja auch irgendwie hingekonnt. Ja, es ist schon. Ich hoffe, das dauert nicht wieder so ewig und 3 Tage irgendwie eine anständige Ebene zu finden wie ein Sumpf. Das wäre echt ein Träumchen. Das wäre wirklich ein Träumchen. So, kann es sein, dass das hier vorne. Irgend normales Grasland ist? Oder täuscht mich da die schöne, mucklige Sonne? Nur unsicher. Aber wie Dunkelwald sieht's nicht aus. Da hinten ist Dunkelwald. Aber hier vorne? Hier vorne sieht es aus wie. Hier vorne sieht's aus ganz stinknormal.
Stoppelgrasland. So, wir ziehen mal ein bisschen die... Ja, guck mal. Da erwarten uns doch gleich ein paar Fleischlieferanten. Hallo. Nicht wegrennen. Nein, nein. Ihr kommt mal schön mit. Ihr kommt schön mit. Ich habe große, tiefe Taschen. Da könnt ihr heute mal mitfahren. Seid ihr schon mal Boot gefahren, ihr kleinen Süßen? Seid ihr schon mal Boot gefahren? Ich habe gefragt, ob ihr schon mal Boot gefahren seid. Mist. Ach Mensch, ey. Naja, wie werden sie später zu ihrem Glück, werden wir sie noch überreden können. Überhaupt kein Problem. So, ich brauche nur 10. So, einmal hier, einmal da. Wir wollen was herstellen. Und zwar eine Werkbank. Dann einmal hier. Dann verschiedenes. Dann einmal da. Schrabumpel. Alles überhaupt kein Problem. Und dann hier einmal der Boss. So. Das ist doch wohl verbunden. Da hinten ist noch so ein Runstein. Oder ist das einfach nur wieder ein komischer... Ein komisch auffälliger Riesenfelsen. Ich bin mir unsicher. So, warte mal. Wie? Das ist schon wieder ein Steinkreis. Hallo. Da ist noch ein Steinkreis. Interessant, warte mal. So, wir sind ja gerade kurz hier. So, wir machen mal einen auf diesen. Machen wir das einfach mal so. Könnten ja nachher ein bisschen graben, aber... Ich habe hier Hirsche gefunden. Hirsche. So, ich muss erst meine Gier nach Blut befriedigen. Das ist aber mega. Das ist normales Grasland hier. Aber es ist super dicht. Unglaublich. So, warte mal. Hallo? Man hört sie, aber man sieht sie nicht. Ist ein bisschen sehr merkwürdig. Und warte. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit dem leuchtenden Bogen. Gerade auch bei der Dunkelheit. Was ist hier los, Herr Schwanz? Ein Wildschwein? Hä? Was ist hier los? Der will... Gib mal hier, der will direkt mitkommen. Komm hier, mein kleiner Süßer. Was ist denn hier los? Nicht wegschwimmen! Hier, mit dem Boot fahren! Wir wollen mit dem Boot fahren! Oh, gut. So. Der eine... Zumindest das Wildschwein weiß, was gut für ihn ist. So, richtig schön Boot fahren. Wo sind die denn jetzt? Ich mach mal nochmal so. Eigentlich muss man ja nicht hinschreiben, weil das Programm ist ja schon brutal. Naja, egal. So, das ist schön. Super schön hier. So, Grasland. Haben wir ja nicht großartig was zu befürchten. Beziehungsweise. Hallo? 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 Wo nimmt er ab? Hier ist noch weniger. Schon wieder so ein Stein hier. Schon wieder so ein Stein. Aber das ist außerhalb des Steinkreises. Ich bin verwirrt. Ich bin wirklich verwirrt. So, hier ist... Ja, das ist der Begrenzungsstein hier. Aber hier ist der Ausschlag am höchsten. Heißt also, wir müssten doch hier ungefähr irgendwo was finden. Es wird wahrscheinlich nur wieder... irgendwelche Skelettreste sein. Komm hier, weg mit dem Ast. Oder ein Kistchen, vielleicht mit einer Halskette oder so. Vielleicht einem Rubin. Vielleicht hau ich auch einfach mal den Stein hier zu Klump und hack mal direkt da drunter irgendwie in den Boden rein. Dass es jetzt so schön Nacht ist und dunkel, macht die Sache natürlich noch viel, viel interessanter und spannender. Und mit den Büschen,
Das ist super. Beste Voraussetzung. Hm. Komisch, hier ist nichts. Ich will nicht schon wieder so elendig tief graben. Es muss aber hier sein. Es ist wie ein tierischen Ausschlag hier. Ein bisschen überfragt quasi. Beziehungsweise das mit den Schätzen irgendwie, da muss ich mir irgendwie nochmal ein bisschen, keine Ahnung. Da muss ich noch ein bisschen Erfahrung sammeln anscheinend. Hallo? Hier ist nichts. Aber hier sollte was sein. Hier sollte definitiv was sein. Hallo, guten Tag. Ja, können Sie mir mal helfen? Sie sind doch schon ein bisschen länger hier, oder? Sie sind doch schon ein bisschen länger hier am Start. Alter, das Schild. Hallo, guten Tag, Herr Berserk. Kommen Sie mal ran. Ich hab ein neues Schild. Ich hab einen neuen Bogen. Alter, komm hier. Hier, der leuchtet geil. Hier, gucken. Einmal richtig schön hier ins Krotum rein. Ja, ist wirklich ein bisschen ablenken mit dem Licht. Also es sieht natürlich mega aus. Aber, hast du natürlich wieder das Problem. Da folgt quasi die Funktion wieder dem Aussehen. Das ist irgendwie so ein kleiner Designfehler. Hier ist nichts. Hier ist einfach nichts. Ich finde es jedenfalls nicht. Wobei wir ja auch außerhalb des Steinkreises sind. Da ist die Kiste. Es ist wieder... Dankeschön. Wir haben es bestimmt. So. Wo ist das? Ach, immer der Nase. Einfach immer mal der Nase nach. So, ach so. Machen wir mal einmal so. Hier ist auch schon wieder irgendwas. Oder waren jetzt gerade noch die Nachwehen? Hallo? Der Radius ist aber auch echt extrem groß, oder? Kann es sein? Verrückt. Guten Tag, hallo! Schönen Abend! Guten Abend! Ja, bitte? Was möchten Sie? Das Schwert, Sie wollten das Schwert. Ach so, sagen Sie es doch gleich. Also bitte, immer das Gleiche hier. Immer das Gleiche. Theoretisch, ja. Oh, was ist denn da los? Ist doch Regelpiez mit anfassen hier? Was ist hier los? Ist das hier die allabendliche... Wir gucken aufs Meer hinaus, irgendwie Skelettrunde. Habe ich gerade gestört? Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Habe wirklich alle hier gestanden, nicht rüber geguckt. Ich habe hier auch. Die Insel ist ja halbwegs nah dran. Halbwegs nah. Könnte man. Ist doch meine Insel da drüben. Oder? Jo, ist ein bisschen weiter weg. Aber könnte man über sowas, also vielleicht jetzt auch mal hier, wenn da noch eine kleinere Insel davor wäre, könnte man drüber bauen? Ihr merkt schon wieder, das Bauen ist wieder richtig angesagt. Ich mache auch nur wegen, naja, auch so ein bisschen wegen euch. Bisschen wegen... Schamane, hallo. Ein bisschen wegen euch machen wir jetzt hier auch heute die Erkundung... Die Erkundungsrunde. Ja, der Bogen, ja, wenn man da mal trifft, dann ist ja alles in Ordnung. Ja, ja. Was hüte dich vor dem Gehörnten und verschone dich seinen. Vor dem Gehörnten? Wer ist der Gehörnte? Was? Eigtier? Den wir schon vor 100 Folgen, na noch mehr, 125 Folgen mittlerweile,
dem Gar ausgemacht haben? Ja, ich weiß, ja. Also wir haben... Hallo, guten Tag. Wir haben einiges erlebt seitdem. Oh, jetzt sind wir im Dunkelwald, definitiv. Hier oben sind noch ein paar Sämchen. Die nehme ich doch gerne mit. So, machen wir das so. Aber so richtig, ich bin mir auch nicht sicher. Guten Tag, hallo. Alles gleich hier. Toll, das war perfekt fürs Speichern, das war super. Vielen Dank, perfekte Sekunde. Die perfekte. So. Einmal. Vielleicht hätte ich auch mal. Vielleicht hätte ich ja auch mal. Das Portal mal. Das ist schon wieder der gleiche Fehler wie beim letzten Mal. Das Portal steht jetzt irgendwo am Arsch der Welt. Aber eigentlich hätte ich das Portal mal schön mitnehmen können. Müssen. Sollen. Wenn wir jetzt hier länger unterwegs sind. Ich renne mal nochmal eben kurz. Warte mal. Wir können ja mal. Warte, warte. Wir können hier mal so eine kleine Runde machen. Ich glaube, hier wird nicht so viel passieren, oder? Obwohl es auch düsterlich ist. Der Bogen leuchtet uns den Weg. Ist halt überhaupt kein Problem. So. Heißt. So. Schön hier. Ist schon ein bisschen schön hier. Was ist da unten los? Ah. Das ist. Ah. Gute Nacht. Hallo. Obwohl sie mich sehen, ja? Obwohl sie mich sehen und das kein Überraschungsangriff mehr ist. Alter Schwede. Das war sehr knapp. Das war wirklich sehr knapp. So. Ah, hallo. Kann ich hier noch irgendwie was? Kann ich hier noch was? Kann ich hier noch was rausloten? Nö. Irgendwie nicht. Schade. So, dann holen wir uns doch nochmal hier. Dieseln müssen wir definitiv haben. Die Leckerbocki. Die Leckerbocki macht sich nicht von alleine. So, man braucht ein paar Dieseln dafür. So. Hm, Steine. Hier unten ist, was ist das? Ist das Stein oder ist das... Ne, ist Kupfer. Okay. Direkt am Wasser. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Hm. Wenn wir mal. Warte mal, ich markiere mir das mal. Es ist ja wirklich nur ein Katzensprung. Und gerade. Und gerade mit dem Boot auch super mega gut zu erreichen. Super mega hyper gut. Und hier ist auch gleich noch Zinn. Geil! Ja, das ist doch keine Ahnung. Falls ich mal wieder irgendwas brauchen sollte. Weiß ich nicht. Falls wieder merkwürdigerweise mein Boot irgendwie abhanden kommt, dann können wir doch nochmal eben hier vorbeifahren. So, schöne Trollhöhle. Machen zweier Troll. Mal gucken, ob jemand zu Hause ist. Hallo, guten Tag, hallo. Hallo, haben Sie schon die neue Fernsehzeitung? Alter. 200, 121. Ja, also der Bo... Der geht, wa? Ist ja... Der geht ja. Geht. Ist in Ordnung. Weißt du? Also, ist jetzt halt nicht aufregend oder so, aber es ist ja... Es geht auch. Kann man machen. Kann man machen, definitiv. Gelber Pilz. Hier sind die Truhen. Ausgezeichnet einmal. Die lasse ich mal einfach mal da. Das lasse ich auch da. Das können wir schön mitnehmen. Das kann auch draußen bleiben. Das brauche ich überhaupt nicht. Warum zum Geier habe ich 27 Steine dabei? Nehme ich doch einfach mal das mit. So. Und hier ist bestimmt auch noch ein bisschen Knete drin. Seine Steinsammlung oder so? Sind es seine. Die einzigen Freunde, die er so hat? Oder. Dankeschön. Steine? Geben zumindest keine Widerworte. Und sind wahrscheinlich genauso hart im Nehmen wie er, wa? Ja, außer man hat einen Giftbogen dabei. Der schon ein bisschen abgegradet ist. Ach, frische Luft. Schön. Ach,
Und drin hat es sehr nach Lendenschurz gerochen. Und nach unerfüllter Freundschaft quasi. Ach Mensch, ey. So, warum zum Geier gibt es Zinn? Einfach so, ohne dass es ein Fluss ist. Merkwürdig. So, nein. Was wird denn das jetzt? So, schön. Dann rennen wir doch noch mal ein bisschen weiter. Hallo. Türmchen. Ach Gott, Gott. Ruhe, wir werden nicht mehr fündig. Aber irgendwie. Hallo, guten Tag. Haben Sie schon mein neues Schild gesehen? Ich bin mir auch so unsicher. Huch, da war ich ein bisschen zu langsam. Ich bin mir auch unsicher, ob wir uns überhaupt. Ob wir uns überhaupt ein Silberschwert gönnen sollten. Also klar, für die Untoten würdet. Gut, ich hätte sie beinahe. Ich hätte sie beinahe vergessen. Ich komme. So, bleiben Sie oben. Ich komme hoch. Ich komme hoch. Der Service. Service, der wird bei mir groß geschrieben. Da können Sie sich drauf verlassen. Also hier wird das Schwert noch von Hand selbst gebracht. Guten Tag. So, keine Kiste. Keine, aber hier auch wieder sein Lieblingsstein am Start. Ach Mensch, ey. Steine sind einfach die besten Freunde. Vielleicht auch die besten Haustiere überhaupt. Die stellen extrem wenig Ansprüche. Habt ihr Gefühl? Was ist hier los? Was ist hier los? Hat sich da irgendwie ein Grauzwerg irgendwie zu nah an den Turm rangetraut? Anscheinend. So, noch mehr Dunkelwald. Dünket mir, dass der Berg hier denn doch wirklich auch ordentliche Ausmaße haben wird. So. Vielleicht finden wir... Ja, sehr schön. Vielleicht finden wir noch ein paar Blaubeeren. Geil. Ach, lecker, lecker, lecker. So. Guck mich jetzt noch mal weiter um hier. Das ist doch... Runentafel. Hallo, Herr Grauzberg. Na, noch ein bisschen weiter. So, der Runenstein. Ah. Ja, okay, kennen wir nun auch schon. Haben wir jetzt nur ein paar Mal schon gelesen. Ich bin mir unsicher, wer stellt die Dinger eigentlich auf? Ist das immer der. Ist das der gleiche wie der Kantenmaler aus anderen Spielen, der immer mit einem gelben oder weißen Farbeimer irgendwie durch die Gegend rennt? Und die. Hier noch mehr Kupfer. Und die Kanten immer. Es ist doch wohl nicht die Möglichkeit. Jetzt bleib doch mal stehen. Das ist meine Hanswurst hier. Also es ist doch wohl. Na! Ne? So. Da habe ich hier schon so einen Hardcore-Bogen. Das trifft immer noch nicht. So, schön in den Rücken. Und das kleine da hinten, das nehmen wir auch mal mit. So, kriege ich das noch? Wie weit ist denn das weg? Das stand. Der Bogen ist einfach zu gut. Der Bogen ist einfach zu gut. Es geht einfach nicht. Komm ich ja ran? Ich komme da nicht ran, oder? Ich komme da nicht mehr ran. Da liegt überall Fleisch und ich komme nicht ran. Oh, das ist jetzt schon. Das ist doch jetzt schon gesalzen und gewaschen. Verdammte Axt. Ah, das ist doch. Nun gut. Dann rennen wir doch mal weiter. So. Hinten ist noch ein Türmchen. So, schauen wir doch mal. Was geht hier los? Hier ist noch mehr Kupfer. Hallo. Oh, hallo. Guten Tag. Ich hab sie gar nicht gesehen. So. Die Armen rennen hier immer noch mit den Holzschildern rum. Ich fühle mich jetzt schon wie so ein ekliger kapitalistischer Snob. Quasi hier. Meine Waffen sind nicht aus Bronze oder aus Eisen. Nein. Oh, ich bin so reich, ich weiß gar nicht, wohin mit dem Geld. Ich habe ein Schild und eine Rüstung aus Silber. Ach, der Pöbel soll vor mir niederknien, quasi. Und den kalten Stahl meines Schwertes schmecken. Schon sowieso eine, keine Ahnung. Eine Zumutung. Es ist wirklich eine Zumutung, ja, dass man hier mit dem niederen Pöbel
ringen muss, quasi. Wie so ein dahergelaufener Stallbursche irgendwie mit den Schweinen kämpfen. Ungefähr so. Und da. So. Da drüben, das ist immer noch meine Insel, oder? Nee, ist schon wieder eine andere Insel. Ah, interessant. Ohne Berg. Dafür mit... Ich bin mir unsicher. Hatte ich jetzt hier irgendwas mit... Der anderen Insel ist Sumpf. Ich sehe hier keinen Sumpf. Könnte da eventuell Sumpf sein? Ach, ich bin mir unsicher. So, da geht's noch fett den Berg rauf. Da könnten wir ja auch noch mal ein bisschen schauen. Die ein oder andere Drachentrophäe müssen wir dann wahrscheinlich auch noch haben. Damit wir den Helm nochmal upgraden können. Bin mir unsicher. Ich dachte eigentlich, ich hätte noch ein paar mehr am Start. Ich weiß nicht. Habe ich die immer liegen lassen, hier Dummbatz? Das sieht so ja nicht nach mir aus, wenn ich ehrlich bin. So, ich glaube mal, mit Blick auf die Uhr, wir machen uns mal hier wieder Land ein. Oder, weiß ich nicht. Oder einmal rum, aber die Taschen sind mittlerweile voll. Ich würde sagen... Wir rennen mal hier richtig schön nochmal wieder Land ein. Da oben ist schon wieder ein Drache. Den holen wir uns in der nächsten Folge. So, und die Erkundung. Ich glaube, das wird uns mal die nächsten... Oh Gott, jetzt zieht das Wetter zu. Na, tolle Wurst. Es wird uns die nächsten Tage begleiten. Wir werden ein bisschen erforschen. Ich brauche mehr Ebene. Naja, Sumpf muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber... Ich brauche einfach eine schöne große Ebene, wo wir uns dann wieder richtig schön unlebendig machen können. Ach, ich freue mich schon drauf. So, in diesem Sinne, habt noch eine wunderbare Zeit. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.